Und ich rufe den Tagesordnungspunkt 33 auf. Das ist der vierte Bericht der Vorsitzenden des Petitionsausschusses betreffend bisherige Tätigkeit in der 19. Wahlperiode. Es ist die Drucksache 19/6196 aus 19. Und ich erteile als erstes der Vorsitzenden des Petitionsausschusses, Kollegin Ypsilanti, das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich lege Ihnen heute den vierten und letzten Bericht des Petitionsausschusses dieser Legislaturperiode vor. Das heißt natürlich nicht, dass unsere Arbeit beendet ist, aber der nächste Bericht wird in die neue Legislaturperiode fallen. Wir haben in dem Berichtszeitraum von Januar bis Dezember 2017 1.144 neue Petitionen im Petitionsausschuss gehabt. Das sind Pi mal Daumen Unterstützer von, also in Personen knapp 28.000. Sie sehen, wir haben im Vergleich zum Vorjahr ein Drittel mehr Petitionen als im letzten Jahr. Das ist erfreulich, wenn es auch eine Problematik schildert. Aber das heißt auch, dass es angenommen wird, das Instrument der Petitionen. Es ist nur so, dass wir, also wir haben 791 Petitionen in 2017 abschließend behandelt. Das waren mehr in der letzten Periode, da hatten wir nämlich 1006. Das liegt auch daran, dass noch eine ganze Reihe von Petitionen in den Fachausschüssen sind, weil manche Petitionen überweisen wir ja auch in die Fachausschüsse. Im vergangenen Jahr konnten 71 Petitionen positiv beschieden werden, 56 teilweise positiv erledigt werden. Das ist auch ein kleiner Zugang an positiven Entscheidungen. Und das heißt auch, in manchen Fällen können wir etwas bewirken, wenn man auch dazu sagen muss, dass wir natürlich die meisten Petitionen nach Sach- und Rechtslage abschließen müssen. Das heißt, da können wir nicht hilfreich sein, aber auch eine ganze Reihe von Petitionen neutral abschließen müssen. Das heißt, einen Verweis an den Bundestag, an andere Landtage oder auch als Auskunftsersuchen an die Ministerien. Den meisten Anliegen, ich habe es gesagt, können wir nicht entsprechen, weil wir im Petitionsausschuss ja nur das Verwaltungshandeln der Regierung kontrollieren oder nachprüfen können, aber eben keine eigenen Entscheidungen fällen können, wenn wir auch ganz oft das Anliegen der Petentinnen und Petenten sehr gut nachvollziehen können. Manchmal allerdings, das muss man dazu sagen, können wir auch eine vermittelnde Funktion einnehmen. Das heißt, wir können zwar dem Petitum nicht entsprechen, aber wir können zwischen den verschiedenen Akteuren ein Gespräch zustande bringen. Und manchmal kann man da auch an einer anderen Stelle helfen. Wie immer ist es in Hessen so, dass die aufenthaltsrechtlichen Petitionen den größten Teil der Petitionen ausmachen. Da ist es so, dass wir in dem Berichtszeitraum einen leichten Rückgang hatten. Das hat uns eigentlich verwundert, weil wir eigentlich erwartet haben, dass nach dem Sommer der Migration 2015 sehr viel mehr auf uns zukommt an strittigen Entscheidungen. Aber wir glauben, dass es daran liegt, dass bei den Verwaltungsgerichten noch ganz, ganz viele strittige, also Klagen anhängig sind. Und wir wissen ja auch, dass die Verwaltungsgerichte an dieser Stelle auch heillos überfordert sind. Wir sind auch sehr froh, dass wir bei den Petitionen, wo wir eben keine, noch nur auch bei den asylrechtlichen Petitionen der Sach- und Rechtslage entscheiden können, aber manchmal in wirklich schwierigen Fällen auch noch die Härtefallkommission anrufen können. Es hat sich auch etwas geändert bei den Ländern, also welche Petitionen kommen aus welchen Ländern. Da ist jetzt Albanien immer noch Spitzenreiter. Aber dann folgt Afghanistan. Wir haben zum ersten Mal Pakistan unter den ersten fünf und auch seit 2014 wieder zunehmend Petitionen aus der Türkei. Was uns Sorgen macht, sind die Petitionen, die mit Gerichtsverfahren zusammenhängen. Die sind meistens Petitionen wegen überlanger Dauer der Gerichtsverfahren. Meine Damen und Herren, das ist ein wirkliches Problem, wenn Menschen bei Unterhaltsklagen oder Rentenangelegenheiten dringend auf eine Entscheidung warten. Und ich muss dazu sagen,
Es gibt ja die Verzögerungsrüge, aber wir stellen fest, dass die nicht wirklich etwas bewirkt hat bei der Verfahrensbeschleunigung. Das heißt, wir schätzen das immer noch als recht stumpfes Schwert ein. Wir haben auch wieder Mehrfachpetitionen gehabt. Das heißt, Petition ist ja ein Individualrecht, aber es können eben auch in Gemeinschaft ausgeübt werden. Und da hatten wir in der Tat eine große Massenpetition zum Verbot der Fuchsjagd mit 12.103 Unterschriften. Die ist nach Sach- und Rechtslage entschieden worden. Und dann haben wir die zweite Untersagung des geplanten Hai-Aquariums. Die ist mit 3.929 Unterschriften eingegangen. Die ist noch anhängig. Ich glaube, mit Haifischbecken tut mir uns das sehr schwer. Öffentlichkeitsarbeit bleibt ein großes Thema. Wir machen ja auch immer Bürger- und Bürgerinnen-Sprechstunden. Die Kollegin Wallmann und der Kollege Roth, meistens in Wiesbaden vor Ort, die werden sehr gut angenommen. Vor allem dann, wir hatten auch einen in Kassel, die werden vor allem dann gut angenommen, wenn wir Unterstützung bekommen von den Medien bekommen, und sie werden angekündigt und die Menschen wissen, dass diese Sprechstunden stattfinden. Und dann können sie kommen und können vorsprechen. Da können wir behilflich sein bei der Formulierung von Petitionen. Wir können auch gleich entscheiden, ist es eine Petition, ist es keine Petition. Das funktioniert aber nur, wie gesagt, wenn wir Unterstützung von den Medien haben. Und Öffentlichkeitsarbeit bleibt bei uns ein großes Anliegen. Wir stellen immer wieder fest, dass nicht genug Menschen wissen, dass es diese Möglichkeit der Petitionen im Hessischen Landtag gibt, wo sie sich ganz direkt an ihre politischen Vertreterinnen und Vertreter wenden können. Online-Petitionen ist auch sehr erfreulich. Sie wissen, das war ja nicht so ganz unumstritten, dass Online-Petitionen eingerichtet werden. Das steigt kontinuierlich, sodass wir jetzt einen Zugang hatten von 333 Petitionen. Das sind jetzt knapp 30%, die online angehen. Wir präsentieren uns immer auf dem Hessentag. Das haben wir im letzten Jahr gemacht, das war auch immer in diesem Jahr. Und da bemühen wir uns eben auch um Vermittlung, was macht zum Petitionsausschuss. Da machen wir immer ein Schulprojekt, das haben wir auch in Rüsselsheim gemacht. Da suchen wir uns immer eine Schule aus. Und das macht den Schülerinnen und Schülern, und ich bin immer dabei, auch uns relativ, also recht viel Spaß. Ja, wir hatten auch Ortstermine in der letzten Legislaturperiode. Das heißt, der Berichterstatter, die Berichterstatterin schauen sich das Problem oft ganz konkret vor Ort an. Da werden auch die Petenten eingeladen, da wird die Verwaltung dazu eingeladen. Und oft können wir da auch gar keine schlechte Lösung finden, was nicht immer geht. Nicht immer. Ja, das war erst einmal die trockenen Zahlen aus dem Petitionsbericht. Der Petitionsbereich hat sich die Mühe gemacht und auch noch einmal Beispiele aus dem Petitionsausschuss angehängt, weil wir da immer auch eine kleine Broschüre draus machen, auch als Werbung für den Petitionsbereich. Meine Damen und Herren, das ist der letzte Petitionsbericht dieser Legislaturperiode. Und deshalb erlauben Sie mir jetzt auch noch einmal ganz persönlich einen Appell an die Abgeordneten, und das sind ja viele von Ihnen, die auch im nächsten Landtag sitzen werden. Ich würde mir wünschen, Sie schaffen ein modernes, fortschrittliches Petitionsrecht in Hessen. Ich würde mir wünschen, dass Sie sich dabei von dem Gedanken leiten lassen, den Bürgerinnen und Bürgern ein umfassendes Recht einzuräumen, sich an ihre parlamentarischen Vertreterinnen und Vertreter zu wenden, nicht nur in Notlagen, sondern vielleicht auch, wenn es Handlungsbedarf und Verbesserung im Verwaltungshandeln gibt. Der Umgang mit Petitionen ist heute in der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags geregelt. Ich sage einmal ganz ehrlich, das ist nicht mehr zeitgemäß. Diese Geschäftsordnung ist von 1993, und die wurde marginal überarbeitet 2014. Und mit der Schaffung eines Petitionsgesetzes, meine Damen und Herren, würden Sie eben auch den Petitionsausschuss an sich stärken und ihm einen ganz anderen Stellenwert zuweisen. Und diesen Stellenwert hat er auch verdient. Ich habe das schon einmal im letzten Jahr angemerkt, meine Damen und Herren. Ich finde, auch die Frage der öffentlichen Petitionen ist ein Thema. Das heißt, öffentliche Petitionen sind Petitionen, die auch
online gestellt werden können, auf einer Plattform. Da kann Werbung gemacht werden zum Unterzeichnen. Und bei einem bestimmten Quorum könnte dann auch eine Anhörung im Petitionsausschuss stattfinden, vielleicht sogar eine öffentliche Anhörung. Ich finde, das würde diesen Petitionsausschuss auch noch einmal aufwerten. Das würde ich mir wünschen. Der Bundestag hat das gemacht. Es gibt auch das eine oder andere Bundesland, das das gemacht hat. Und ich glaube, das wäre wirklich eine gute Sache, wenn wir so diesen Petitionsbereich dadurch aufwerten würden. Weil, warum sollten wir denn das alles den privaten Plattformen überlassen? Da werden Unterschriften gesammelt, und die wenigsten Menschen wissen, dass das eigentlich überhaupt nicht im Endeffekt im Parlament landet. Warum sollten wir das nicht besser machen können? Frau Präsidentin, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich habe deshalb die Fraktionen, alle Fraktionen angesprochen, weil es eine gute Regel gibt, dass wir im Petitionsausschuss Verfahrensänderungen nur im Konsens entscheiden. Das halte ich auch für richtig, weil dann haben wir keine Verfahrensrangel. Und daran liegt mir viel, weil wir handeln vor allem im Sinne und nur im Sinne der Petentin und des Petenten. Andere Länder sind leider weiter. Das muss ja nicht sein, meine Damen und Herren. Wir können das in Hessen auch. Und ich will mich bedanken für die gute Zusammenarbeit mit dem Petitionsreferat, die auch manchmal sehr gute Nerven haben müssen, um immer wieder die gleichen Fälle mit uns durchzusprechen. Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit in der letzten Legislaturperiode, in dieser Legislaturperiode im Petitionsausschuss, was immer sehr gut gelaufen ist. Vielen Dank. Danke, Frau Ypsilanti. Ich denke, ich kann für das gesamte Haus sprechen, wenn ich Ihnen nicht nur für den Bericht, sondern auch für Ihre Arbeit als Vorsitzende hiermit danke. Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache. Die vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten. Und als Erstes hat sich Frau Goldbach von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Einmal im Jahr sprechen wir über die Arbeit des Petitionsausschusses. Ich danke Ihnen, Frau Ypsilanti, als Vorsitzende sehr herzlich für den Bericht. Ansonsten arbeitet dieser Ausschuss ja im Stillen und Verborgenen und verrichtet dort sein, finde ich, sehr gutes Werk. Deswegen finde ich es auch gut und freue mich, dass wir heute wieder diese Gelegenheit dazu haben, einmal hier im Plenum über diesen Ausschuss und seine Arbeit zu sprechen. 1.144 Petitionen in 2017, das ist eine ganze Menge. Die müssen angenommen, eingestellt werden, die kriegen Nummern, die müssen verwaltet werden, an Berichterstatterinnen und Berichterstatter übergeben. Und das alles macht das Referat Petitionen. Und dafür, dort oben sitzen 4 von Ihnen, meinen ganz herzlichen Dank für die ausgezeichnete Unterstützung, für Ihre fachlichen Hilfen und dafür, dass man mit Ihnen einfach so toll zusammenarbeiten kann. Und das Referat ist ja unter neuer Führung seit einiger Zeit. Frau Engelhardt, auch wir hatten sofort eine klasse Zusammenarbeit, als würden wir uns schon lange kennen. Das ist nicht selbstverständlich beim Führungswechsel. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Ihre Unterstützung geht dann weiter, wenn die Petitionen eingestellt und an die Berichterstatter überwiesen werden. Dann geht es nämlich ins Fachliche. Und auch dort wären wir ohne Ihre Hilfe wahrscheinlich oft aufgeschmissen. Auch dafür noch einmal herzlichen Dank. Ich möchte noch einmal auf einen Punkt kommen, den auch Frau Ypsilanti schon angesprochen hat, nämlich Öffentlichkeitsarbeit. Und wie bekannt ist eigentlich unser Petitionsausschuss? Oder besser gesagt, wie bekannt ist eigentlich dieses Jedermannsrecht? Wir haben ja, wie Sie auch schon sagten, Sprechstunden außerhalb von Wiesbaden gemacht. Letztes Jahr war ich mit Kollegin Müller in Kassel. Das ist eine schöne Sache. Erstens bieten uns dann Verwaltungen immer ihre Räume an. Dort waren wir im Regierungspräsidium Kassel. Und dann haben wir über die Zeitung vorher bekannt gemacht, dass der Petitionsausschuss vor Ort ist und Sprechstunde anbietet. Und das ist etwas ganz Wichtiges, und daran arbeiten wir weiter. Es gibt so viele Bürgerinnen und Bürger, die überhaupt nichts von ihrem Recht wissen, sich direkt an uns, die Volksvertreter, hier zu wenden mit ihren Anliegen.
Das bewirkt eine ganze Menge. Wir haben das dieses Jahr in Fulda auch wieder gemacht, eine Sprechstunde mit Pressearbeit. Da war dann so ein schöner Titel, hinterher eines Presseartikels. Frau Goldmach, Sie haben recht, wir müssen hier oben Ruhe bewahren, Herr Präsident. Der Petitionsausschuss, letzte Hoffnung der Bürgerinnen und Bürger. Und das ist er tatsächlich auch manchmal, und gerade in den Sprechstunden, wenn man eben nicht erst eine Akte auf den Tisch bekommt, online oder in Papier, sondern einem diese Menschen gegenüber sitzen. Und es sind manchmal dramatische Situationen. Das sind Menschen am Existenzminimum, die nicht mehr weiter wissen, die wirklich in Situationen sind, wo man sagt, ich möchte denen so gerne helfen, aber es ist eben oft auch nicht möglich. Trotzdem ist es gut, das zu machen, auch wenn es manchmal schwer zu ertragen ist, diese menschlichen Schicksale, und dann am Ende vielleicht auch nicht viel tun zu können. Trotzdem nehmen wir immer einige Petitionen mit, und in einigen Fällen können wir dann tatsächlich auch etwas für die Petenten tun. Zum Ausgang noch einmal der Petitionen. Wenn wir auch nach Sachen Rechtslage entscheiden, also dem Petitum des Petenten nicht stattgegeben werden kann, heißt das nicht, dass wir ihnen nicht geholfen haben, sondern es ist ganz oft so, dass wir verweisen können auf andere Stellen, an die sie sich wenden können, oder wo sie noch einmal Hilfe bekommen können, wo sie noch einmal beraten werden können. Und das ist auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit, dass wir dann eben in den Beschluss noch einmal reinschreiben, Hilfen, wo die Petenten noch weitere Beratung bekommen können oder wo sie vielleicht noch eine andere Möglichkeit finden, dass ihrem Anliegen gerecht wird. Das führt natürlich dann, wenn wir so weitermachen mit auswärtigen Sprechstunden und unserer Pressearbeit, dazu, dass wir noch mehr Petitionen reinkriegen, Zunahme von einem Drittel im Vergleich zum Jahr 2016, sagten Sie schon. Aber diese Arbeit nehmen wir dann gerne an und freuen uns darüber. Und wir sind ja immerhin schon noch 21 Mitglieder hier im Ausschuss. Und ich habe mal geguckt, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern, zu den Flächenländern, sind wir hier gut besetzt mit 21. Wenn man das ins Verhältnis setzt zur Anzahl der Bürgerinnen und Bürger, und da möchte ich auch wirklich diesen Landtag und die Besetzung dieses Ausschusses mal loben, sind wir hier recht gut besetzt in Hessen. Die Arbeit im Petitionsausschuss, das wissen Sie alle, ist ganz anders als die in allen anderen Ausschüssen. Da kann man sich nicht öffentlich profilieren. Wir befassen uns direkt, unmittelbar mit den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Wir sind den Menschen mit ihren Schicksalen und Anliegen nirgendwo so nah hier im Landtag wie im Petitionsausschuss. Wir haben in dieser Legislaturperiode eine Ausschussvorsitzende gehabt, die genau das gelebt hat und in ihrer Ausschussführung gemacht hat. Sie haben angekündigt, dass Sie sich aus der Landespolitik zurückziehen werden. Deswegen möchte ich mich heute bedanken dafür, dass Sie diese Arbeit wahrnehmbar gerne und voller Überzeugung gemacht haben. Danke für den Dienst an den Menschen in diesem Land, Frau Ypsilanti. Das Wort hat Frau Abg. Faulhaber für die Fraktion DIE LINKE. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte auch mal erst mich bedanken bei Frau Ypsilanti vor allem für ihre geduldige und souveräne Art, mit der sie den Petitionsausschuss geleitet hat. Und ich bedanke mich auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Petitionsreferats, die das auch mit großer Geduld und Nachsichtigkeit immer tun und mit großer Sachkenntnis. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, zum Glück sind die Zeiten vorbei, wo sich Männer mit demütigen Bitten und in einer Audienz an den Feudalherrn König oder Kaiser wenden konnten. Aber auch wenn das Petitionsrecht heute ein Jedermannsrecht ist und zumindest die Gewissheit besteht, dass sich der Petitionsausschuss mit dem eingebrachten Thema befasst, heißt es ja noch lange nicht, dass der Petent immer zu seinem Recht kommt. Aber ich finde es positiv, dass das Petitionsrecht an keine Kriterien wie Alter, Wohnort oder Staatszugehörigkeit gebunden ist und allen Menschen zusteht.
sowohl einzelnen Menschen als auch Gruppen und Interessensgruppen. Aber vielen der Anliegen, mit denen sich Menschen an den Petitionsausschuss wenden, kann nicht entsprochen werden. Und oft ist auch den Petenten nicht klar, welche Möglichkeiten der Petitionsausschuss tatsächlich hat. Und besonders bei Ausländerpetitionen ist die Gesetzeslage ja nicht immer nachvollziehbar und erzeugt auch drastische Härten für die betroffenen Petenten, ohne dass der Petitionsausschuss dann auch noch hilfreich sein könnte. Immerhin aber konnten 69% der Eingaben abgeschlossen werden. Aber das muss man sich schon einmal vor Augen führen, 16,1% nur positiv und auch nur teilweise positiv. Also, ich selbst sehe die Arbeit des Petitionsausschusses besonders in den Fällen als produktiv an, wenn zwischen Petenten und Behörden vermittelt werden kann. Da, klar, in Behörden arbeiten auch Menschen, und wo Menschen arbeiten, entstehen Fehler. Und es ist gut, wenn es eine Stelle gibt, die den Ablauf eines Vorgangs noch einmal im Interesse des Petenten durchguckt und überprüft. Meine Damen und Herren, wenn umfassendere Anliegen in Sammelpetitionen eingebracht werden, sollte sich aber eigentlich der Landtag damit befassen und die Landtagsparteien, weil das sind meistens politische Anliegen, und da wirken Petitionen wie Seismographen. Ich finde, diese Anliegen müssen ernst genommen werden, und das geschieht leider oft nicht. Das finde ich sehr bedauerlich. Ich sehe darin auch einen Grund, warum es inzwischen so viele freie Petitionen gibt. Im Netz kursieren diese Petitionen offen und sind zugänglich. Der Fortgang der Petition kann nachvollzogen werden, und jeder kann sich informieren. Deshalb wahrscheinlich ist in der Wahrnehmung der Bevölkerung ein politisches Anliegen in einer offenen Petition besser aufgehoben. Und allen diesen außerparlamentarischen Portalen ist gemeinsam, dass sie eine Öffentlichkeitsarbeit machen und die Nutzung von sozialen Medien zur Verbreitung ihrer Informationen und das Anliegen der Petitionen nutzen. Ich finde es gut, dass Frau Ypsilanti hier Vorschläge gemacht hat, wie die Möglichkeiten des Petitionsausschusses so erweitert werden könnten, dass Anliegen der Petenten in das politische Handeln des Landtags Eingang finden. Nicht selten entstehen problematische Situationen ja aus problematischen gesetzlichen Regelungen. Ich führe hier noch einmal das Asyl- und Aufenthaltsrecht an. Wenn sich die Parteien hier im Landtag mit den rechtlichen Brüchen befassen würden, die im Petitionsausschuss auch immer deutlich werden, und vielleicht auch ihre Bundestagsabgeordneten oder Regierungsmitglieder ansprechen würden, das würde ich mir wünschen. Es wäre für mich die logische Folge aus der Arbeit im Petitionsausschuss. So, und dann wünsche ich also dem Petitionsausschuss schon eine Öffnung und eine erfolgreiche Arbeit in der nächsten Legislaturperiode. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Kollegin Wallmann für die CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Vorsitzende hat bereits vieles über die Arbeit des Petitionsausschusses im Berichtszeitraum 2017 benannt, insbesondere auch die Zahlen und Fakten. Daher möchte ich mich jetzt auf ein paar ganz grundsätzliche Anmerkungen beschränken. Jeder Mann hat das Recht, sich an die Volksvertretung mit einer Petition, also einer Beschwerde, zu wenden. Das ist ein im Grundgesetz und auch in der Hessischen Verfassung verbrieftes Recht. Und wir haben die Hürde da ja auch sehr niederschwellig, nämlich es reicht ein einfaches Schreiben oder eben auch eine Online-Eingabe auf der Internetseite des Hessischen Landtags. Und ich erwähne das deswegen, weil das natürlich der Unterschied ist, das Jedermannsrecht, nämlich es reicht, wenn eine einzelne Person sich an den Landtag wendet, im Gegensatz zu den Petitionsplattformen. Das ist ja eben schon erwähnt worden. Bei den Petitionsplattformen, die im Übrigen ja oftmals auch von Privatunternehmen betrieben werden, ist es natürlich so, dass
diejenigen natürlich tatsächlich die Öffentlichkeit mit ihrem Anliegen erreichen wollen und auch Unterstützer für ihr Anliegen erreichen wollen. Das ist der Unterschied zu den Petitionen, die an Volksvertretungen gesandt werden. Denn das sind am Ende oftmals eben auch mit Ausnahmen, Sie hatten das, Frau Ypsilanti, ja auch gesagt, ich nenne mal das Beispiel Fuchsjagd, ist ja auch heute in der Presse nachzulesen, in der Regel eben auch Einzelfälle, die eine Vertraulichkeit verlangen. Eine Vertraulichkeit, die ich auch für wichtig erachte, die wir ja auch miteinander so vereinbart haben. Denn am Ende werden uns natürlich mitunter auch sehr persönliche Angaben gemacht, sehr sensible Angaben, wo sich der Petent natürlich darauf verlassen muss, dass das eben auch im vertrauten Kreis dann eben auch bleibt. Ich möchte kurz auf das eingehen, was Frau Ypsilanti als persönliche Erklärung noch kurz zum Ende ihrer Rede benannt hat. Ich will sagen, ich glaube, zum einen, da würde ich leicht widersprechen wollen, ich glaube, wir haben ein gutes Petitionsrecht. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch durchaus Dinge gibt, die man verändern kann. Das würde ich auch sofort mit unterschreiben wollen. Sie haben das Thema öffentliche Petitionen genannt. Ich habe mir jetzt heute auch noch einmal angeguckt. Es gab ja eine Ausarbeitung, die wir alle bekommen haben vom Wissenschaftlichen Dienst. Da ist es ja zum Beispiel so, dass wir gar kein, in Anführungsstrichen Hessen gar kein Ausreißer ist, sondern wir sind in der Mehrheit der Länder eben, oder handhaben es so wie die Mehrheit der Länder, dass es keine öffentlichen Petitionen gibt. Ich habe ja eben etwas zur Vertraulichkeit gesagt, auch zu der Frage, wie wir, dazu werde ich gleich noch mal sagen, wie wir miteinander arbeiten. Ich glaube, das hat natürlich auch mitunter damit zu tun, dass wir eben auch nicht öffentlich tagen. Ich will es nur mal benennen. Ein Bundesland hat sich an der Umfrage nicht beteiligt von den 16, dann sind wir bei 15. Und 11 Bundesländer verneinen ein öffentliches Petitionsverfahren. Und ich glaube schon, dass man aber natürlich über Veränderungen reden kann. Da haben die Fraktionen wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, vielleicht aber auch sehr gemeinsame Vorstellungen. Und das sind dann sicherlich Dinge, die man auch gemeinsam in Angriff nehmen kann. Und an dem Punkt wäre ich natürlich auch dabei, kurz auch zu beschreiben, wie unsere Zusammenarbeit ist. Sie ist natürlich deswegen außergewöhnlich, wenn man sich im Vergleich die Arbeit der anderen Fachausschüsse anschaut, weil es natürlich weniger parteipolitisch ist. Die Grenzen sind da nicht so eng gefasst. Oftmals fassen wir einvernehmliche Beschlüsse. Das heißt aber auch nicht, dass wir in Einzelfällen nicht auch zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Das ist auch, finde ich, völlig in Ordnung so. Aber wie gesagt, in der Regel oft auch einvernehmliche Beschlüsse, was uns, glaube ich, am Ende bei auch der Unterschiedlichkeit unserer Positionen im Einzelfall aber immer eint, ist, dass wir uns, und ich glaube, das würde auch kein Kollege dem anderen absprechen, dass wir uns immer bemühen, Lösungen für die Anliegen der Petenten zu finden. Und da ist es auch schon gesagt worden, oft auch die vermittelnde Rolle, die wir da einnehmen, hilft, dass wir eben auch zu Lösungen kommen, die den Petenten dann auch weiterhelfen. Ich möchte an der Stelle ausdrücklich, da kommen wir jetzt sozusagen zu der Dankesseite, ganz ausdrücklich zunächst einmal auch den Kolleginnen und Kollegen im Petitionsausschuss danken. Das gilt selbstverständlich auch für die Fachministerien, die uns ja auch zuarbeiten. Ich darf aber auch namentlich den hessischen Innenminister bitten, an sein Haus den Dank weiterzugeben, weil das Innenministerium ist ja ständiger Vertreter bei uns im Ausschuss. Also vielen Dank auch für die Zusammenarbeit, weil eben der Anteil, das ist ja auch schon genannt worden, der Ausländerpetitionen eben mit 23% eben auch, sagen wir mal, relativ hoch ist. Ich möchte mich aber ausdrücklich auch beim Petitionsreferat bedanken, die ja heute wieder fast alle zugegen sind. Frau Engelhardt, ich sehe Herrn Beck, Frau Brink, Frau Bicking, Herrn Schleicher, vielen, vielen Dank für alles, was Sie für uns leisten. Ohne Ihre Arbeit im Hintergrund, die der eine oder andere gar nicht so wahrscheinlich sieht, weil Sie fast so ein bisschen im Verborgenen arbeiten, würden wir das gar nicht so stemmen können. Ich möchte Ihnen ausdrücklich dafür danken, auch im Namen der CDU-Fraktion. Also herzlichen Dank dafür. Es ist ja so, und ich sehe, die Zeit läuft, der letzte oder der vorletzte, ganz schneller Satz noch. Es ist ja so, dass wir sehen, dass wir nach einem, sagen wir mal, einer kleinen Delle im Jahr 2016, jetzt im Jahr 2017 wieder auf dem Stand der Eingaben vom Jahr 2015 sind. Im Jahr 2018 zeichnet sich exakt derselbe Trend ab. Also wir sind auf einem
stabilen Niveau. Das bedeutet, wir werden weiterhin auch viel zu tun haben, sicherlich auch mit Ihrer Hilfe. Ich glaube, alle miteinander können wir sagen, wir werden immer im Interesse der Petenten arbeiten. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ein letzter Satz, Frau Ypsilanti. Ich wünsche Ihnen, Sie haben heute Ihren letzten Bericht als Vorsitzende des Petitionsausschusses abgegeben, alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg. Danke schön. Nächster Redner ist Herr Kollege Dr. Blechschmidt für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Wenn man als Vierter, Fünfter spricht, ist die Facette dessen, was man berichten und auch entsprechend würdigen kann, im Bericht überschaubar. Besonderheit ist bei mir gegeben, dass ich in der letzten Legislaturperiode nicht im Petitionsausschuss war. Ich bin vor einem Jahr nachgerückt im Petitionsausschuss. Gott sei Dank sei ich im Nachhinein gelandet, habe mich dort sehr wohl gefühlt, habe auch als Rechtsanwalt, der mit Mandanten zu tun hat, viel gelernt, nämlich Petitionsrecht ist etwas anderes, als am Schreibtisch eines Rechtsanwaltes stattfindet. Aber auch im Blick darauf, dass ich ein Jahr Petitionserfahrung habe, möchte ich mich kurz fassen. Ich kann allerdings nur jedem Abgeordneten empfehlen, im Petitionsausschuss mal reinzuriechen und vielleicht doch zu arbeiten beim nächsten Mal, ja, weil das schon eine Sache ist, die interessant ist und sehr bürgernah ist. Auch der Stil wurde beschrieben. Auf den Stil möchte ich kurz eingehen. Ein bisschen verwöhnt durch den Rechtsausschuss muss ich feststellen, dass im Petitionsausschuss noch ein besonderer sachlicher Stil herrscht. Auch der ist hervorzuheben. Wir alle haben Eigenarten, und es gibt auch Spannungen zwischen einzelnen Personen, aber die Sache ist im Vordergrund. Ich darf mich vorab bei den Kollegen sehr herzlich bedanken für die gute Zusammenarbeit von einem Jahr. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt und halte die Arbeit auch für sehr wertvoll. Dank ans Petitionsreferat. Jetzt ist es auch für das Petitionsreferat vielleicht nicht leicht, mit einem Anwalt zusammenzuarbeiten. Sie haben mich aber gleichberechtigt mit den anderen Abgeordneten behandelt. Ich habe mich eingebracht, vielleicht etwas weniger als die anderen Abgeordneten. Ich habe in dem einen anderen Herr Innenminister, was Ihr sehr fachkundiger Referent vorgetragen hat, auch als Anwalt dazugelernt, was das Ausländerrecht ist. Ich weiß aber auch, dass meine Fachlichkeit überschaubar ist und dass ich jetzt kein Experte für das Ausländerrecht geworden bin. Ich will aber das exemplarisch vielleicht als erstes mal anführen über das Petitionsreferat und Frau Engelhardt natürlich hinaus auch den Ministerien zu bedanken, weil ich eine unheimlich große Fachkompetenz dort sehe, gerade im Innenbereich, aber anderswo, ohne die wir alle nicht so arbeiten könnten, wie das der Petitionsausschuss erfordert, mit der Fachlichkeit, mit dem Hintergrund. Gestern zum Beispiel habe ich in der Lobby gesessen, war auch ein Gespräch mit dem Petitionsreferat, wo dann noch einmal Gespräche war, wie ich mitbekommen habe, und Erklärungen gegeben wurden. Eine super Zuarbeit, aber auch die Ministerien haben ihren Part dabei und ihr sehr fachkompetenter Mitarbeiter, ich wiederhole das noch einmal vom Innenministerium, der das sehr sachlich vorträgt im Übrigen. Zu den Kollegen gehört auch die Vorsitzende. Ich möchte das anführen, Frau Ypsilanti. Sie haben mit Ihrer eigenen Art, die ich auch in dem einen Jahr etwas mehr kennengelernt habe, mit Ihrer Ton dazu beigetragen, dass im Petitionsausschuss immer die Sache im Vordergrund war, die Ministerien das einbringen konnten, aber auch deutlich gemacht wurde, wo wir als Abgeordnete wichtig noch einmal nachfassen wollen oder ergänzende Informationen haben wollen. Ich habe Sie sehr schätzen gelernt, möchte es auch an dieser Stelle, das ist ja so ein bisschen Abschluss auch noch einmal hervorheben. Weil wenn man ein Jahr zusammenarbeitet, auch mal Menschen anders kennenlernt, als man vorher so die Sichtweise hatte. Und der Dank gehört dazu. Abschließend, ich habe mal nachgeguckt, was der Rock in den letzten Jahren erklärt hat. Der hat mehr erklärt, weil er auch da mehr gearbeitet hat. In den 5 Jahren zuvor wurde sehr viel erklärt. Bin ich auch der Meinung, dass wir vielleicht in der nächsten Legislaturperiode mal an die Grundlagen des Petitionsrechts in Hessen gehen soll, mit welchen Nuancen auch immer, liebe Linke. Aber ich glaube, unser Petitionsrecht kann man einen Blick vertragen, ob es moderner gestaltet werden kann. Alles, was die Vorredner angeführt haben, kann ich nur unterstreichen. Und das mit einem Jahr Arbeit in Demut. Danke für die gute Zusammenarbeit Ihnen allen. Und das Petitionsrecht ist vielleicht sogar das Wichtigste im Landtag überhaupt, weil es ein klassisches Bürgerrecht ist. Danke. Nächster Redner, Ernst Ewald Roth für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn ich
das richtig sehe, habe ich in den letzten drei Legislaturperioden am häufigsten zu diesem Bericht gesprochen. Nun zeichnet mich auch altersmilde aus. Ich will nicht auf die Punkte zu sprechen kommen, die vielleicht zu korrigieren wären. Ja, das tragen wir woanders aus. Ich will auch nicht alles das bestätigen, was in der Tat richtig gesagt worden ist. Kollege Blechschmidt, sein letzter Satz, den möchte ich aufgreifen, als er gesagt hat, dass das Petitionsrecht schon einen eigenen Stellenwert hat und einen eigenen Weg gegangen ist. Das hat mich in der Vorbereitung auf heute auch ermutigt, dem noch einmal ein Stück nachzuspüren. 44 vor Christus, an den Iden des März, ist Caesar ermordet worden. Das geschah im Senat. Und wenn man in die Quellen schaut, kann man mitbekommen, was da passiert ist. Er hat sich in dieser Sitzung, in der er ermordet wurde, mit einer Bürgereingabe beschäftigt. So weit geht das zurück. Und ich bin ja froh, dass das nach drei Legislaturperioden ich immer noch hier stehen darf. In der Zeit der römischen Kaiser war dann dieses Recht noch ein Stück weiter ausgebaut. Und eben ist das einmal gesagt worden, ja, von Kaisers oder von Königsgnaden, Kolleginnen und Kollegen. Aber für den Einzelnen, der eine Eingabe gemacht hat und der stattgegeben wurde, für den war das etwas völlig anderes, als nur zu erleben von Kaisers oder Königsgnaden. Dem wurde konkret geholfen. Und das hat sich fortgesetzt, auch in der Zeit des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Da kann man das wieder sagen bei den Fürsten. Aber es gab diesen Zugang in ganz konkreten Situationen. Ich will einen zitieren, Friedrich den Großen. In einem Brief an Voltaire schreibt er, ich für meinen Teil versuche, in meinem Lande bloß zu verhindern, dass der Mächtige den Schwachen unterdrückt. Jedermann hat Zutritt zu mir, alle Klagen werden entweder von mir selbst oder von anderen untersucht. Ich bin froh, über so viele Jahre zu dieser Gruppe der anderen zu gehören. Anders erst wird es dann 1848 in der Paulskirche, in der Nationalversammlung. Dort taucht in der Geschäftsordnung im § 48 zum ersten Mal der Petitionsausschuss auf. Und zwar mit folgendem Wortlaut: Dem Petitionsausschuss ist ein bestimmter Tag in einer Woche zur Vorlegung seiner Berichte einzuräumen. Und dann kommt es. Erst nach völliger Erledigung dieser Berichte kann zur anderweitigen Tagesordnung übergegangen werden. Das halte ich für einen deutlichen Hinweis, wie sehr die Demokratie zu diesem Zeitpunkt daran interessiert war, den Kontakt zum Bürger und das, was er einbringt, zu hören. Die Weimarer Reichsverfassung 1919 heißt es, und das sage ich deshalb, weil eben mehrmals von jedermann die Rede war, jeder Deutsche hat das Recht, sich schriftlich mit Bitten und Beschwerden an die zuständige Behörde oder an die Volksvertretung zu wenden. Und erst nach dem Nationalsozialismus, also mit Beginn der Bundesrepublik Deutschland, mit der Verabschiedung des Grundgesetzes und natürlich vorher mit der Hessischen Landesverfassung, steht dann dort der Text, statt jeder Deutsche, und das ist ein feiner Unterschied, jeder Mann, und wie gut wäre es, wenn da stehen würde, auch jede Frau, hat das Recht,
sich an die Landesvertretung zu wenden. Ich habe diesen historischen Ausflug gemacht, um deutlich zu machen, dass die Geschichte der Demokratie und die Entwicklung des Petitionsrechts eng miteinander verwoben sind. Und deshalb an dieser Stelle all denen, die in dem Bereich gearbeitet haben und arbeiten, im Plenum, im Parlament, in der Verwaltung, in den Ministerien, auch von mir ein herzlicher Dank. Ich will aber auf etwas anderes zu sprechen kommen, da wir in unserer Partei in diesem Jahr die Sprecherkonferenz Petitionen hatten. Und nachdem ich das dort erlebt habe, kann ich sagen, nicht die, die ich dort erlebt habe, sondern was die mir berichtet haben, ich schaue mit brennender Sorge auf die Länderparlamente und auch auf die neue Situation im Deutschen Bundestag, was das Petitionsrecht und die Petitionsangelegenheiten angeht. Nicht de jure, aber faktisch ist durch die Einkehr einer neuen Fraktion in all den Parlamenten in dem Bereich schon eine Menge passiert. Und es wird unserer gemeinsamer Anstrengung bedürfen, von da bis da, dass wir am 28. Oktober alles daran setzen, dass dieses Recht am Ende nicht von jeder Mann und jeder Frau wieder zurückgeführt wird auf jeden Deutschen und in der Folge zurück. Wir seien gut beraten, da wachsam zu sein und alles dafür zu tun, dass wir das erworbene Recht und die Praxis, die wir haben, hochhalten. Denn, Herr Kollege, kommen Sie. Und das will ich als letzten Satz sagen, wer Hand an das Petitionsrecht legt, der schadet der Demokratie. Wenn aber die Demokratie Schaden nimmt, dann leidet das Volk. Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Innenminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist nahezu ausgeschlossen, noch einen neuen Aspekt sozusagen jetzt nach dieser hochsachlichen Debatte noch einzuführen. Deswegen will ich die Dinge betonen, die mir ebenfalls besonders wichtig sind. Eins, Herr Kollege Roth, will ich sagen, ich bin einigermaßen beruhigt. Sie haben sozusagen 44 vor Christus mit dem Hinweis auf den Tod des Berichterstatters Caesar einen historischen Ausflug begonnen. Ich dachte, Sie wollten für die Gefahrenzulage für die Mitglieder des Petitionsausschusses werben. Deswegen, also, ja, genau, so ungefähr in diese Richtung war ich, hatte ich meine Befürchtung. Nein, ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen, insbesondere zunächst einmal den Abgeordneten, den 21, die mit einer besonderen Hingabe dafür Sorge tragen, dass dieses Recht, von dem Herr Roth zu Recht gesagt hat, dass es ein besonders bedeutendes ist, und die Kolleginnen und Kollegen auch, dass diesem Recht Geltung verschafft wird. Das geht nur, wenn das die Abgeordneten dann auch so machen, mit einer solchen Akribie, die sie an den Tag legen. Und deswegen sollten die Abgeordneten, die im Petitionsausschuss sind, die müssen das nicht tun, aber alle anderen sollten mal die Kolleginnen und Kollegen besonders beklatschen, weil das machen sie sehr, sehr gut im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Es gehört dazu, dass jemand vorne sitzt und den Ausschuss leitet. Liebe Frau Kollegin Ypsilanti, vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie das geleistet haben in dieser Wahlperiode, dass Sie am dass Sie am Ende sozusagen Ihres Berichtes einen Ausblick für die Kolleginnen und Kollegen sozusagen mitgebracht haben. Das passt zu Ihnen, das gehört irgendwie bei Ihnen mit dazu. Ich habe Gelegenheit gehabt, glaube ich, schon 1999, dass wir gemeinsam in diesem Ausschuss, Petitionsausschuss gesessen haben. Da gehörte das sozusagen auch schon mit dazu. Und insofern will ich mich den guten Wünschen anschließen, aber vor allen Dingen dem herzlichen Dank für Ihre Arbeit,
nicht nur im Parlament, sondern heute insbesondere als Vorsitzender des Petitionsausschusses. Vielen Dank dafür. Vorsitzende und Abgeordnete konnten natürlich nur so gute Arbeit leisten, wie ihnen auch zugearbeitet worden ist. Deswegen, das ist der letzte Gedanke, ein herzliches Dankeschön nicht nur den Kolleginnen und Kollegen des Petitionsreferates hier im Hause, hier im Hessischen Landtag, sondern ich bedanke mich für die Wertschätzung nicht nur für die Kolleginnen und Kollegen, sondern auch für die Kolleginnen und Kollegen der Landesregierung, der Ressorts, die versuchen, mit ihrer Zuarbeit Ihnen zu helfen, die Petitionsanliegen der Bürgerinnen und Bürger aufzulösen. Manche sind ja so durch unsere Behörden auch ein Stück weit mit ausgelöst aus irgendeinem Grunde, und die müssen dann immer wieder eingefangen werden. Deswegen aber auch den Kolleginnen und Kollegen aus den Behörden, aus der Landesverwaltung ein herzliches Dankeschön. Insgesamt gelingt es Ihnen gemeinsam, dass das Petitionsrecht, das wir in Hessen haben, dass dem insofern Geltung verschafft wird. Dafür allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache zum Petitionsbericht erfolgt. Für das ganze Haus allen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende Ypsilanti, verehrte Mitarbeiterinnen meiner Verwaltung, die das machen, liebe Frau Fachbereichsleiterin, ist geflohen schon. Es ist eine wichtige Arbeit, eine akribische Arbeit. Und deswegen müssen Sie auch mit Abgeordneten auskommen, was ja ganz kompliziert manchmal ist. Vielen Dank dafür. Alles Gute weiterhin.